So, wir haben eine grosse Neueröffnung hier in Erst. Martin von euch hat gerufen. Jetzt Martin, ich denke, Neueröffnung, du hast den alten Laden umgebaut und alle Wände gestrichen und das Regal sauber gemacht. Nein, so ist nicht ganz. Bei uns ist von der Größe her ein Lager in der Nöte geplatzt. Und dort wird der alte Laden weiterhin bestehen. Der wird ein bisschen exklusiver. Die Unterwäsche wird ein bisschen breiter gemacht, noch mit einer neuen Marke. Neben Mieser kommt noch der Jogging rein. Schmieserei wird weiterhin dort bestehen. Wir haben dann dort noch machen wir Hemle auf Mass von der schwedischen Firma Stenström. Wir werden dort auch noch Schuhe einführen. So, und hier haben wir jetzt unser Angebot vom Anzug recht vergrößert. Das hat eben einer keinen Platz gehabt. Das ist auf diesem Platz eben sehr wichtig geworden, immer wie mehr. Und haben jetzt hier im ersten Stock die Grosskonfektion offen gemacht. Da unten haben wir jetzt ein bisschen günstigere Linien, weil verschiedene günstige Anbieter nicht mehr rum sind. Gehen wir jetzt auch noch in das Segment. Aber im alten Laden bleibt das gleiche Segment, das, was sich sehr bewährt hat hier in Asch. Jetzt habe ich gesehen, du hast sehr viele Leute um, die jetzt nicht nur wegen der Neueröffnung da sind. Sag mir noch kurz etwas über das Team. Zum Beispiel Frau Lehner ist unsere neue Schneiderin, ist schon fast ein Jahr da. Sie hat sich sehr bewährt. Hat mir auch viele Büroarbeiten und Werbearbeiten abgenommen. Sie ist auch sehr begabt in den Schneiderarbeiten, die sie auch wirklich gelernt hat. Der Herr Lötscho, der eigentlich mehr in Basel ist, hat uns jetzt hier auch noch weitergeholfen. Also, ja. Ja. Wunderbar. Also, ihr kennt die Anlaufstelle Martin von euch seit Jahren, ein Garant. Und jetzt im Doppelpack, hier, Doppelpack, ja, ich kann etwas. Ja, komm, wir mal. Mein alter Bubentraum. Wir müssen mal schauen, hier ist jetzt noch gerne die Lehre. Aber hier entsteht jetzt ein Fischerladen. Fischereiartikel, Guiding, Angeltouren und. Aber Martin, wir sind doch jetzt wegen der Kleider gekommen. Ja, aber das will ich auch gezeigt haben. Über Kleider habe ich jetzt schon viel mal geschnurrt. Also jetzt seht ihr auch, wieso, dass er so viele Mitarbeiter hat. Ja, warte, jetzt, dass ich auch mal eine freie Minute. Komm, jetzt gehen wir noch mal zurück. Es gibt ja noch mal eine Tranche hier drin. Ja. Gehen wir auch mal noch ins nächste Geschäft. Ja, genau. Die Lokalität, die wir ja... So, und jetzt habe ich hier den Beat getroffen. Beat, du teilst den Laden mit Martin. Genau. Jetzt haben wir uns gerade noch schnell als Model hergegeben. Das ist eine satte Sache hier. Siehst auch gut aus. Erzähl mir noch etwas über deinen Part vom Läden. Du bist seit Jahren hier. Ich bin seit etwas über 3 Jahren hier. Früher in Untermiete beim Giesiger Sport, der die gleiche Räumlichkeit hatte wie jetzt Martin von euch. Und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit, dass wir zusammen eine offene Ladengesellschaft zusammen haben. Was heisst denn das? Also für Golfer ist immer noch offen und du hast auch die Möglichkeit, ihnen alle Wünsche zu erfüllen? Selbstverständlich. Und gegenseitig geben wir natürlich noch ein bisschen Rabatt geben. Das gehört sich fast. Hast du schon mal überlegt, wie gut das aussieht in so einem Bulli auf dem Golfplatz? Zeig mir mal schnell noch einen sauberen Schwung jetzt in diesem Bulli. Wunderbar.